wiederum ein Werk von Karol Szymanowski. Sein Stabat Mater für drei Soli, nämlich Sopran, Alt und Bariton, Chor und Orchester, Opus 53. In der polnischen Übersetzung dieses mittelalterlichen Textes komponiert, also Stala Matka. Diese Sequenz aus dem Spätmittelalter behandelt das Mitleiden, die Compassio des Menschen, der aufgefordert wird, am Leiden, im Gegenständlichen der Leiden der Mutter Gottes unter dem Kreuz teilzuhaben, um das Leiden an sich zu verstehen und vor allem in vorbildlicher Weise gelitten von eben jener Mutter, deren Sohn unschuldig für alle Menschen am Kreuz seinen Tod entgegensieht und entgegen leidet. Und die Mutter leidet mit und wir sollen zum Gewinn des eigenen ewigen Lebens eben auch mitleiden. Szymanowski hat diesen oft vertonten, vor allem natürlich lateinisch oft vertonten Text auf ganz neue Weise in sein 20. Jahrhundert hineingeholt. Nicht zuletzt auch wiederum unter Einbeziehung der Tradition. Er verzichtet beispielsweise auf Kontrapunkt, was ganz ungewöhnlich ist, aber er nimmt dafür viele Phänomene der autochthonen slawischen katholischen Kirchenmusik mit hinein, was einen ganz seltsamen Zauber ergibt und eben das Miteinander von scheinbar ganz Altem mit scheinbar ganz Neuem. Stala Matka, Stabat Mater von Karol Szymanowski, sein Opus 53, Ingo Metzmacher und das ORF Radio Symphony Orchester Wien, der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, geleitet von Johannes Prinz, Sopranistin Aleksandra Kurzak, Altistin Ewa Wolak und Artur Rucinski als Baritonsolist. Thank you.
frei, das Paradies, das ist das letzte Wort in diesem Stabat Mater, Stala Matka von Karol Szymanowski. Und dieses Wort wird klanglich aufgehellt durch den Triangelschlag.